Hallo, mein Name ist MasterJam. In dem Jahr, in dem ich 19 wurde, habe ich 51.000 Abonnenten auf YouTube erreicht. Schöne Scheiße, drei mehr und es wären 1.000 pro Woche gewesen. Die Frage ist, war das alles legal? Absolutely fucking not. Und nun zum Witz. Wie repariert man einen Geschirrspüler? Tritt ihr in den Hintern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals, zu einer neuen Folge Lustige Witze. Live on Tape. Aus New York City. Woo! Wir befinden uns gerade im Central Park. Mein Name ist MasterJam. Das hier ist mein guter Freund Philipp, aka Mr. Trashpack. Hi. Das ist Olli. Und das sind Lustige Witze in 3, 2, 1. Los! Amerikanisches Bier ist ein gelungener Versuch, Wasser zu verdünnen. True story, bro. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll aufhören, mit dem Funkgerät zu spielen. Sonst verlässt sie mich. Over. Welche Biere schäumen am meisten? Die Barbiere. Ah, ist witzig. Okay, wie findest du das da hinter dir? Ist schön. Ist Filmgeschichte. Ja, ist was ganz Besonderes. Das Ghostbusters-Haus. Da sind mutige Männer ausgerückt, um New York City zu retten. Unter anderem vor gruseligen Geistern von der Titanic. Was steht auf dem Grabstein eines Lokführers? Der Zug ist abgefahren. Wir haben es mittlerweile auf eine andere Insel geschafft. Hinter mir befindet sich die Insel Manhattan. Und die Lea, die hat mir gerade hier speziell dafür einen Zungenbrecher vorbereitet. Auf den 7 Robben-Chippen sitzen 7 Robben-Sippen, die sich in die Rippen stippen, bis sie von den Klippen kippen. Okay, läuft. Das hier ist Leben Limit. Okay. Läuft. Das hier ist Leben. Der Zungenbrecher kommt doch gleich erst. Das hier ist Lady Liberty, ich bin Phil und ich habe jetzt auch einen Zungenbrecher für euch. Der bullige Bär in Birnen beißt, der bärtige Bauer Bernhard heißt. Nice. Und hinter dir ist ein Vogel, er möchte auch ins Bild. Also, erstmal Kamera geil und dann wieder zickig sein. Siehst du dieses Gebäude da, das ganz große, das höchste? Nee, wo ist es? Zeig noch mal hin. Das ist genau dort. Ach so, cool. Ja, ich sehe es auch. Ja. Wollen wir mal dahin? Finde ich hier gut. Zungenbrecher Nummer 3. Sensitive Selektionssimulatoren sondieren sogar sekundär strukturierte Sensorselektoren, sogar sekundär strukturierte Sonarselektoren sondieren sensitive Selektionssimulatoren. Wow. So, und jetzt bist du ungut? Geh da weg, ich will das da sehen. Egal ob Republikaner oder Demokrat, Joe ist der Präsident von beiden. Empire State Building. Let's go. Kellner, möchten Sie Ihren Kaffee schwarz? Gast, kommt drauf an, welche Farben hätten Sie denn noch? Das hier ist das Summit, ein quasi Glasgebäude über dem Himmel von New York. Ich bin echt sprachlos, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe natürlich noch einen Witz für euch. Ich bekomme endlich wieder den obersten Knopf meiner Hose zu. Leider habe ich sie nicht an. Was ist das denn für ein hässlicher Hurensohn? Also, den haben wir jetzt noch Nein. Wir sind hier gerade im Grand Central Terminal und ich habe jetzt einen extremen lustigen Witz für euch. Sagt der eine Dünnpfiff zum anderen, du. Das läuft heute aber flüssig. Ha, haben wir nicht gelacht. Dafür ist der Himmel schön. Guten Tag. Müsst ihr auch kacken eigentlich oder wie sieht's aus? Ladies and Gentlemen, das hier ist ja, der Times Square und zwar in der Nacht. Und ich wurde gerade von einer Frau auf der Straße gefragt, wo es denn hier am schnellsten zu einem Krankenhaus geht. Ich habe gesagt, sie soll sich einfach in der Mitte der Straße stellen und abwarten. So, jetzt sind wir zwischen der Manhattan Bridge und der Brooklyn Bridge. Wir sind übrigens in Manhattan da drüben. Ich glaube, man erkennt es, aber ich habe noch einen Witz für euch. Und zwar einen wundervollen Chuck Norris-Witz. Denn Chuck Norris geht jeden Monat Blut spenden. Allerdings
nicht sein eigenes, denn dafür bräuchte er in der Regel eine Pistole und einen Eimer. Liebe Leute, das hier ist die Brooklyn Bridge und da fällt mir ein, Frauen setzen in der Regel auf drei klassische Werte. Geld, Reichtum und Einkommen. Funny, ja? Weil Sexismus lustig ist. Das hier ist der Central Park. Ein Teil davon, ihr werdet gleich noch mehr davon sehen, bei minus 10 Grad. Wir frieren uns die Eier ab. Olli, leidest du unter Schlafstörung? Ja. Oh, aber siehst mal positiv. Noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten. Oh, ich laufe. Wir sind hier gerade im Madison Square Garden. Heute schauen wir uns allerdings Basketball an. Und ich dachte, das ist ein guter Ort, um auch mal einen Witz zu erzählen. Einen sehr schlechten Witz. Was macht ein Inuit auf einer Eisschorle? Na, sich absolut einen abfrieren. Alle anderen Länder werden von kleinen Mädchen regiert. Unser letzter Wille. 5 Promille. Mindestens. Mindestens. Das war übrigens der Windschock. Wahnsinn, ne? Das war nicht mal ein Witz, das ist Tatsache. Das ist, ja. So, liebe Leute, eine Sehenswürdigkeit haben wir hier noch und das ist der Flughafen London Heathrow. Hier hat es uns so gut gefallen, dass wir schon mittlerweile seit 10 Stunden hier sind. Und dazu kommen wir in Kürze auf diesem YouTube-Kanal. Die schlimmste Heimreise meines Lebens, inklusive Fick dich Deutsche Bahn Special. Also abonnieren und bis zum nächsten Mal.